Das ist, was passiert, Desmond. Abstergo hat dein Dad. Wo? Italien. Da, wo sie auch dich festhielten. Worauf wartet ihr noch? Los! Da ist noch mehr. Hallo nochmal, Mr. Miles. Ich hoffe, Sie sind gut gelaunt. Oder so gut wie möglich, den Umständen entsprechend. Es scheint, wir haben beide etwas, was der andere will. Ich schlage einen Tausch vor. Bringen Sie mir den Apfel und Ihr Vater wird unbeschadet zurückkehren. Lehnen Sie dies ab, kehrt er auch zurück, aber sicherlich nicht ganz so unbeschadet. Ich vermute, Sie möchten diese Möglichkeit doch lieber vermeiden. Ich wusste immer, dass es dazu kommt, nur nicht so bald. Ich frage mich, ob Abstergo überhaupt weiß, was passieren wird. War das schon immer Teil Ihres Plans? Wollen Sie das Ende der Welt? Zuschauen, wie alles verbrennt? Dann hätten Sie Ihre neue Welt, reif für einen Neuanfang. Wir sprachen von einer weiteren Energiequelle. Ihn dazulassen, das wäre in seinem Sinn, unsere Mission zu beenden. Aber ich kann nicht. Es ist schwer genug zu töten, aber jemand sterben lassen. Man weiß, dass man es verhindern kann. Ihr seid nicht angeschnallt. Vielleicht riskiere ich mein Leben, all unsere Leben, um ein Arschloch zu retten. Aber was soll ich sonst tun? Das Arschloch ist mein Dad. Beim Autounfall hättet ihr schwere Kopfverletzungen getragen. Die wissen, dass ich hier bin. Die wissen Bescheid. Das war eine schlechte Idee. Oh, die hat einen Knopf gedrückt. Jetzt ist alles aus. Moment. Okay, falscher Alarm. So. Wir sind in Abstergo. Und es wurde ein Knopf gedrückt. Die wissen, dass ich hier bin. Die gucken mich sogar an. Das können wir eigentlich so tun, als wären wir hier episch. Ja, toll. Was glotzen hier so? Ihre Waffen bitte und kommen Sie mit mir, Sir. Ich bin selbst da rein. Vielen Dank. Es muss doch nicht hässlich werden, Mr. Miles. Lassen Sie mich durch. Bändigen Sie das Objekt bitte. Bändigen? Das nennt er bändigen? Tja. Für eure Dummtaten übernehme ich keine Verantwortung. Wo soll ich hin? Hoch. Nicht hoch. Hier lang? Nee. Da ist eine Tür. Doch nicht. What? Was passiert denn hier? Das war ja doch eine Tür. Wo sogar ich, dass ich den Knopf gedrückt habe. Das ist mal ein Turbolift. Ich sehe, Sie haben absolut nichts gelernt, seit Sie uns verließen. Sie besteigen einen Aufzug mitten in feindlichem Territorium? Nein. Aufzüge gab es damals noch nicht. Wo ist mein Vater? Sie werden ihn bald sehen. Jetzt seien Sie brav und warten Sie auf die Signale. Du musst den Rest des Weges klettern. Das wäre ja nicht schlimm genug, jetzt müssen wir noch wieder klettern. Er klettert den Aufzugsschacht hoch. Schickt jemanden rein. Wie soll ich denn klettern?
kann hier nicht klettern. Ach, hier. Das Spiel ist ein bisschen undurchsichtig mit seinen Methoden, wo man hinklettern kann. Das macht es echt schwer. Wir müssen ihn finden! Er kann nicht weit sein. Wo ist er? Hört euch! Ah! Normalerweise wäre man jetzt tot. Aua! Wieder auf mich zu schießen. Tut meine Ohren weh. Tor werden wir wohl rausfinden. Schon gut. Ich aber. Hey, entschuldigen Sie. Wissen Sie, wo es dahin geht, wo mein Dad festgehalten wird? Ne? Okay, noch nicht. Sehr ungeschickt, das Spiel. Oh. Ihr seid ja sehr schlau. Ich wollte eigentlich einen Attentat von oben ausführen. Also, ja. Die haben es verhindert, aber dafür haben sie sich freiwillig in den Tod stürzen lassen. Naja. Der lebt noch. Komm, jetzt hör mal auf zu schießen, ey. Das geht mir ein bisschen am Keks. Oh, ich kann durch Kugeln schießen. Das ist ja sehr interessant. Gelandet. Aha, okay, ist das so? Rums? Ich frage es nochmal, ist das Spiel durch die Quality Assurance durchgegangen, als die das produziert haben? Ich will es ja nur mal anmerken. Ich schaffe es nämlich immer irgendwie, das Spiel kaputt zu machen. Aber offensichtlich haben sie irgendwie das, die haben nicht die richtigen Beta-Tester, habe ich das Gefühl. Die sollten mich mal einstellen, damit ich die Spiele Beta teste. Mit einem guten Gehalt kann man bestimmt die besten Bugs finden. Hier, yeah, auch schon kaputt. Mir,
Mir fehlen irgendwie Texturen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Oh, 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 ganz böse, ganz böse. Ah! Okay, ich wäre jetzt tot. Also so richtig ist das nicht, ne? Also, hm. Ja, das ist wieder ein Bild. Ein Bild, das man aufs Thumbnail packen darf. So. Nochmal zur Erinnerung, wir spielen die Remastered-Version von Assassin's Creed 3. Aber offensichtlich ist das nicht zu Ende programmiert worden an der Stelle hier. Also hier sind zum Beispiel Texturen. Hier ist der Ton einfach weg. Also hier ist zum Beispiel eine Textur, über die ich offensichtlich nicht rüber kann. Aber da fehlen... Die Grafiken fehlen einfach, die sind weg. Das Spiel hat die Lade, müsste eigentlich noch mal durch eine richtige Ladezone geladen werden. Deswegen will ich das jetzt tatsächlich einmal folgendermaßen machen. Ich glaube, das schickt mich ins Hauptmenü, naja. Ich mache ein normales Laden wieder durch und lasse mich wieder an den Autosave durchladen, damit das Spiel die Chance hat, einfach mal die Texturen wieder zu laden. So wie hier zum Beispiel, das geht's wieder. Weil ich habe das Gefühl, sonst hätten wir ein sehr lustige, sonst würde ich Cutscenes zerstören. Und dem will ich das Spiel doch nicht antun. Hier über den Kopf gestolpert ist gerade. Gut, jetzt müssen wir natürlich ein paar Dinge noch mal machen, aber egal. Das ist natürlich ein bisschen blöd gemacht. Aber sowas muss doch auffallen. Ganz ehrlich, das war super leicht, dieses Problem zu verursachen. Sie haben absolut nichts gelernt, seit Sie uns verlieren. Sie besteigen einen Aufzug mitten. Wenn ich das jetzt hier einfach so produzieren konnte, den Bug, ne? Dass da Texturen fehlen. Wo ist mein Vater? Dann, das müsste eigentlich ein Beta-Tester eigentlich auch gefunden haben, die Spiele testen, bevor sie rauskommen. Sowas nennt man Qualitätsprüfung und Sicherung. Ich weiß gar nicht, ob das... Ich habe das Gefühl, man, die spielen das einfach durch, aber reizen das nicht aus. Ich habe da jetzt aufs Äußerste hinausgereizt, ne? Ich habe das hier provoziert. Und das hat sogar funktioniert. Das ist das Erschreckende daran. In vielen Spielen funktioniert das nämlich nicht, wenn man sowas macht. Da läuft das wunderbar. Assassin's Creed 2 hat gar keine Bugs gehabt. Je mehr Assassin's Creed ich spiele, desto mehr Bugs finde ich. Das ist irgendwie merkwürdig. Wir müssen ihn finden! Wir müssen ihn finden! Wo ist er? Wir müssen ihn finden! Oh, Monsieur, Sie haben eine Pistole! Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich muss sie jetzt töten. Wo ist denn hin? Da. Spiel ist hier brutaler als in den Traumland. Ich frage mich immer noch, wie haben sie das Spiel rausgekriegt, ohne FSK 18 zu kriegen? Das ist ein Wunder. Ich aber. Immer so zum Vergleich.
Bioshock, ne? Ist ja ab 18. Bioshock hat einen Bohrer, mit dem du Leute aufbohren kannst quasi. Sieht grafisch aber nicht so schrecklich aus, eigentlich schrecklich aus. Und auch die Remaster-Version. Das ist das Gleiche. Hier. Ja, die Effekte. Die sind doch auch nicht viel anders. Wie rechtfertigt man das? Au. Hier drin. Gib mir den Apfel. Als hätte ich ihn dabei. Sieh es nicht in die Länge. Du kannst nirgendwo hin. Und ich habe eine Pistole. Oh, der. Apropos. Wir sind im 21. Jahrhundert und du läufst immer noch mit so einem winzigen Messer herum? Das ist dumm. Okay, Desmond. Game over. Nicht jetzt! Nicht jetzt! Es gibt noch mehr zu tun! Nein! Hau ab! Was zum Teufel war das? Was hat denn der? Ich habe schon so eine Ahnung. Was zum Teufel geht da unten vor? Das wurde nicht synchronisiert. Na, erinnert ihr euch? Hier wurden wir festgehalten und hier gibt es immer noch diese Spuren, denke ich. Oh. Hi. Das war wieder klassisch. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ist mutig, dass er runterspringt. Genug ist genug, Mr. Mann. Ich habe Sie im Geist der Zusammenarbeit eingeladen. Aber Sie danken mir meine Gastfreundschaft nur mit Gewalt. Ich hoffe, wir können Sie schon und Ihre Erinnerungen weiter studieren. Aber Sie sind den Ärger nicht wert. Wo sind wir hin? Ich autorisiere hiermit den Einsatz von Schusswaffen. Leg den Kerl um und dann bringt mir den Apfel. Mal sehen, wie lange das noch dauert hier. Der war doch vorhin noch nicht da, oder? Ja, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Ich hab das Ziel verloren. Das ist ein bisschen blöd, weil man keine Minimap hat. Ich arbeite gerne mit einer Minimap. Das ist auch ein Kritikpunkt. Warum hat die Moderne keine Minimaps mehr? Warum muss Desmond ohne Minimap rumlaufen? Das sind so Sachen, die blöd sind.
Jetzt weiß ich nicht, wo ich hier hin soll. Das artet dann wieder ins unnötige Suchen aus, weil, ja. Guckt euch das an, wo soll ich hin? Hilton vielleicht. Ach, hier ist er doch. Stand direkt vor mir. Ich muss es bekämpfen. Jetzt habe ich dich bekämpft. War bestimmt richtig. Was anderes wusste ich nicht. Wo ist Bill? Jetzt her? Willigs Büro liegt vor dir. Sie haben ihn ermordet. Daniel war wie ein Sohn. Denkst aber auch nur du. Danke. Ach da. Nee, nee, nee. Was habt ihr da getan? Dad? Nicht so schnell, Mr. Miles. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ich mache hier die Ansagen. Geben Sie mir den Apfel. Sie wollen ihn? Bitte. Yes. Halt! Sollte wir die Ezio. Du hättest nicht herkommen sollen. Du setzt alles aufs Spiel. Für was? Nur um deinen Vater zu retten? Ja. Das hat ja schon fast Mass Effect-Ausschläge hier.
man kann das auch so... Ah, ja, dann machen wir das doch so. Warum doch nicht alle töten? Wir gehen einfach durch. So. Legt die Waffen nieder, ihr habt gewonnen. Genug Blut vergossen für heute. Der Cut war scheiße. Ich würde die Energiequelle anschließen, bevor ich wieder in den Animus steige. Deine Entscheidung. Was hast du gerade gesagt? Ist ja auch egal. Gut, Dad ist wieder frei. Passt schon.